Wie groß ist der Widerstand einer Glühbirne, die einer Spannung von 230 Volt unterliegt, wenn die Stromstärke 0,46 Ampere beträgt? Die Angaben sind, die Spannung U beträgt 230 Volt und die Stromstärke I beträgt 0,46 Ampere. Gefragt wird der Widerstand R, den wir in Ohm ausdrücken. Je nach diesen Angaben und nach dem, was gefragt wird, nutzen wir selbstverständlich das Gesetz von Ohm. URI, U gleich R mal I. Wenn U gleich R mal I ist, dann ist R U geteilt durch I. Das U ersetzen wir durch 230 und das I ersetzen wir durch 0,46. Und dieser Bruch ergibt ganz genau 500. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also, der Widerstand beträgt 500 Ohm.